Ich hatte ein ganzes Blumenstrauß von besten Erlebnissen. Ich kann es nicht auf eins runter. Das ist dass ich in Ruhe mein in Deutschland schon begonnenes Trockenfasten ohne Kommentare vom Umfeld durchführen kann und da auch nicht abgelenkt werde oder den Mut verliere, das bis zum Ende durchzuhalten. Das ist so der Hauptgrund, warum ich auch aus diesem Umfeld raus wollte. Und da wurde sich das Sri Lanka bestens an mit Gleichgesinnten. Ja, das wird durchgehen. Erwischt mich jetzt. Es waren so viele Dinge. Ich kann das jetzt gar nicht auf einen Punkt runter kondensieren. Natürlich, wenn man 7,5 Tage trocken fastet, freut man sich. Das waren irgendwann die letzten 24 Stunden, die letzten 12 Stunden, die letzten Minuten. Also natürlich das erste Mal wieder, ich hatte mir viel Kokosnüsse zurecht gemacht, was zu trinken. War natürlich ein schöner Moment, aber alles Mögliche, die Wärme hier. Ich habe zu Hause angefangen, der Körper. Ich habe ständig mit der Wärmflasche rumgelaufen. Das war das Schöne, dass der Körper also nicht noch zusätzlich Wärme produzieren musste. Also das habe ich als sehr angenehm empfunden. Alles Mögliche. Selbst die letzte Nacht, da durfte ich woanders schlafen. Ich habe so gut geschlafen wie noch nie, seit ich hier bin. Wieder eins von den besten Dingen. Der Markt heute, ich habe ja mal in Asien gelebt vor 20 Jahren. War auch, also ich hatte ein ganzes Blumenstrauß von besten Erlebnissen. Ich kann es nicht auf eins runter. Das ist, wie ich in dem Fragebogen gesagt habe, eins der besten Dinge, die ich gemacht habe und da stehe ich dazu. Und deshalb ist es nicht ein Ding. Das ist das ganze Event, die ganzen 2 Wochen, wo ich mir gegönnt habe. Ich habe ja noch eine Woche rangehängt. Ja, ich rede da manchmal jetzt so philosophisch daher. Die Zeit kommt. Empfehlen hin, empfehlen her. Wenn einer so weit ist, das fand ich bei dem Christian so schön, wie er es ausgedrückt hat, das Event kam zu ihm. Und mehr oder weniger war es bei mir auch. Ich habe das überhaupt nicht geplant gehabt. Ich wusste nur, ich will jetzt viel trockenfasten, ich möchte meinen Körper reinigen, aufgrund dieser sensationellen Methode mit der Iris-Diagnose. Hab mir so einen Plan gesetzt, ja, einmal im Monat machst du das und dann kam das, weil ich dich ein bisschen verfolge, nicht regelmäßig, ab und zu schaue ich rein und kurz nachdem es dann veröffentlicht wurde und dann hier resoniert, Herz bum bum bum, wie ein kleines Kind und ich musste dabei sein. Also im Endeffekt, wem würde ich es empfehlen, dem es ähnlich geht? Also der wo spürt, aus dem Bauch, bei Frauen ist es Bauchgefühl, bei mir ist jetzt mehr das Herz. Das ist es, da muss ich hin, dem würde ich es empfehlen. Und wer so oder so sagt, weiß ich nicht, und hier und da und in der normalen Schiene drin ist, dann sind sie noch nicht so weit. Ist auch nicht schlimm, man darf alle Erfahrungen machen, dann macht man das halt später im Leben oder im nächsten Leben oder wie auch immer. Ja, vielen Dank. Thank you.